Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, heute mit dem Kinder-Pingui-Kokos. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, es gibt sogar von Kinder-Pingui verschiedene Sorten. Und da ich persönlich ein wahnsinnig großer Fan bin von Kinder-Pingui, weil er einfach so geil schmeckt, musste ich diese Sorte natürlich auch sofort testen. Natürlich mit euch hier vor der Kamera. Der Unterschied bei diesem Kinderpingui ist, dass er im Gegensatz zu dem originalen Kinderpingui außenrum eine Vollmilchschokolade hat. Ja, das normale Kinderpingui hat ja außenrum so eine Zartbitterschokolade und beim Kinderpingui Kokos ist das eine Vollmilchschokolade. Ja, ihr seht das hier auch. So sieht er aus, dass die Schokolade ein bisschen heller ist. Ja. Also, es ist eine Vollmilchschokolade. Hier seht ihr nochmal schön die Kokosraspeln oben drauf. Ja, Kinderpingui Kokos. Ich bin nicht der allergrößte Kokosfan, aber wir wollen mal probieren. Oh. Ja, schmeckt wirklich sehr nach Kokos. Ich hatte Angst, dass er zu sehr nach Kokos schmeckt und dass dieser kühle Riegel irgendwie einen Eigengeschmack hat, aber gar nicht mal. Es schmeckt echt richtig nach Kinderpingui. Also klar, er hat eine Kokosnote, er schmeckt wirklich nach Kokos, aber dieser Kinder-Pinguin-Geschmack, der geht nicht verloren. Ja, also wenn man mir die Augen zuhalten würde, also man wird richtig diesen Kinder-Pinguin-Geschmack, ja, rausschmecken. Also ja, es ist wirklich wie ein Kinder-Pinguin mit Kokos. Also richtig, richtig gut und richtig schön erfrischend. Der kommt natürlich aus dem Kühlschrank, das muss so sein bei Kinderpingui. Aber durch diesen Kokosgeschmack auch noch mal richtig schön erfrischend. Ihr Lieben, richtig gut gelungen. Auch mit der Vollmilchschokolade schmeckt wirklich sehr interessant und der Kinderpingui-Geschmack werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ja, also es ist nicht so, dass jetzt ein neues Testprodukt rauskommt, was überhaupt nichts mit Kinderpingui zu tun hat. Es schmeckt wirklich richtig nach Kinderpingui und für Kokosfreunde ideal. Auf einer Skala von 1 bis 10 hat er auf jeden Fall stolze 9 Punkte verdient. Natürlich kommt an das Original Kinderpingui so schnell keiner ran, aber trotzdem richtig, richtig lecker. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis hoffentlich im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!